Rosra. Ach so. Ja, also ich begrüße euch. Es ist toll, dass es so voll ist hier im Theater. Ja, das ist schön, das freut uns immer. Das heißt ja, dass wir beliebt sind. Ja, ne? Ja. Genau. wie lange, wann haben wir den Film gedreht? Ich habe schon wieder vergessen. 2001. 2001. Das war die Zeit, wo ich in München war. 14 Jahre ist das her oder so. Ja. Das ist bist du da ganz schön lange Thema eigentlich oder fühlst du dich nochmal genauso? Ich bin während des Drehs bin ich tierisch gealtert, ja. Also es ging ja schon damit los, dass du mich morgens überfallen hast und meintest, warum ich noch im Bett liege. Ja. Und da habe ich dir ja gesagt, das ist meine Hauptbeschäftigung, das tue ich heute noch. Ach so, genau. Bist du denn noch Alkoholikerin oder noch ein bisschen oder wie? Naja, ich war ja früher drogenabhängig, heute bin ich sitzsüchtig. Sitzsüchtig. Oh. Also ich kann nicht länger als 5 Minuten irgendwo stehen. Ja. Dann, und du arbeitest ja auf dem Friedhof, prägt das den Charakter irgendwie? Ich bin ruhiger geworden. Ja. Ausgeglichener. Ja. Ja, aber nicht lethargisch. Und ist ja, ne, die sind ja 4 Leute und davon ist Ovo leider früh verstorben. Ne? Ovo hat sich verpisst. Ja. Ja, ja, vor 10 Jahren schon. Ja. Aber ihr hattet das Grab, das Gemeinschaftsgrab, was ja immer noch existiert, ja, wo Ovo liegt, das hattet ihr vorher schon, vor dem Film. Das war zu der Zeit, wo der Film gemacht wurde, haben wir die Patenschaft übernommen. Ja. Das war so diese größte gemeinsame Nenner, ein Stückchen zu bewirtschaftenden Land, die ich rausschlagen konnte. Ja. Weil die Idee war ja eigentlich nach der Wende, dass wir uns aber suchen irgendwo im ländlichen, oder meine Idee war es ja, ich bin ja so ein Bauerntrampel, und das war den anderen immer zu filmen. Wir sind jung, wir wollen was erleben, du bist alt, wir haben Verständnis. Und wollten nicht mit raus, dann kam als Alternative dieses Hausboot, wo sich nach 2, 3 Jahren herausstellte, dass das für den Winter ein bisschen frostig am Arsch ist. Das kommt ja im Film vor. Das kommt auch vor. Und dann bin ich halt, wie gesagt, zwischendurch 6 Jahre schnell mal eben in Köln gewesen, weil ich ein Engagement hatte. Ja. Und kam, wie lange willst du denn leben? Eigentlich bin ich fertig mit allem, aber es gibt noch einige Sachen zu tun und ich habe gar keine Lust, also sonst könnte ich auch ganz schnell einen Suizid oder sowas hinlegen. Ich habe keine Lust, die Leute zur Beerdigung einzuladen. Das gönne ich denen nicht. Und kannst du nicht vorher deine Beerdigung feiern? Also war schon mal die Idee, da haben wir auch schon mal drüber rumgesponnen, dass man sich verschwinden lässt, die Beerdigung feiert und dann selber anonym verkleidet dazu kommt und sich die ganze Scheiße anguckt und dann überlegt, ob man es überhaupt will, durchzieht, ne? Ob man überhaupt Lust hat, ja, zu sterben. Ja, genau. Das ist noch eine Idee. Ja. Das könnte man nochmal überlegen, da können wir nochmal dran arbeiten. Aber im Moment also, mache ich sowas. Was ich euch ja sehr übel nehme, muss ich sagen. Ja. Also, ihr habt dieses Gemeinschaftsgrab und ihr habt mich ausgelacht. Ich darf dann nicht beerdigt werden. Nee, da, du warst damals relativ stinkig immer. Da habe ich gesagt, hol dir deine eigene Kiste. Ne? So, ja. Aber wenn du dich anständig benimmst, kannst du vielleicht noch mit rein. Weil das hat auch viel mit dem Benehmen zu tun. Aber ich bin ja nicht alleine. Ich habe ja auch einen ganzen Clan. Ja, dann nimm dir doch eine eigene Gruft. Ja. Ja, wir sind ja auch viele. Ja, gut. Ja. Oder bewirb dich, schreibst einen Antrag, ne? Und dann müssen wir mal gucken, hast du irgendwie WBS oder irgendwas Besonderes, hast du irgendwie Sonderleistung mit heutiges Wohnen? Man hat einen Zuschuss zur Beerdigung. Kommt drauf an, welche Bedingungen man hat. Ah, ja, ja, gut. Sehr schön. Na gut, also es ist schade, dass ich nicht... Ich habe ja auch mal geträumt, ich habe ja schon von meinem Tod geträumt. Und zwar war das bei mir dann so, dass alle Leute, weil ich hatte das im Vorfeld auch alles organisiert, und da gab es im Eingang von dem Friedhof so eine Frittenbude, und da konnte jeder sich eine Tafel abholen, die er vorher, was ich vorher bestimmt habe natürlich, was dann am Grab eingesetzt worden ist, wo dann solche Sachen drauf standen. In ewiger Liebe, Tima, dein Rosa. Und du warst einer derjenigen, der am meisten gemotzt hat, nee, die Platte will ich nicht, das ist ein blöder Spruch, nee, das mache ich nicht, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock mehr, mach doch deine Beerdigung selber. Und da war ich dann ziemlich betroffen auch und bin schweißgebadet aufgewacht. Ja. Ist doch komisch eigentlich, du hast ja eigentlich immer mit mir so ein bisschen kleinen Krieg geführt, gestichelt und weiß nicht was, hinter meinem Rücken schlecht geredet und plötzlich bist du so mit. Wie kommt das? Was ist da passiert? Du warst auch ziemlich garstig zu mir im Laufe deines Lebens. Und auch die, kann ich dir jetzt mal sagen, die erste Drehwoche zum Einstein des Sex, da hatte ich einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen, weil du mich da dermaßen Maß genommen hast und mir immer erzählt hast, du bist keine Schauspielerin, du kannst das nicht.
Aber das war doch sehr, hat doch dann das zum war aber, Erfolg geführt. Ja, also. Aber es war trotzdem nicht motivierend. Und ich hatte Nervenzusammenbrüche ohne Ende. Okay, wir haben es dann hingekriegt und es waren auch wunderschöne, wunderschöne Dreharbeiten. Stell dir mal vor, ich hätte nicht so reagiert. Dann hätte Tima das trotzdem gemacht. Wie lange hast du gebraucht, dass ich Charlotte spielen durfte? Ja. Hast du 4 Jahre gecastet? Ja. Wie blöd, wie viele Leute hast du gekränkt und rausgeschmissen? Und dann habe ich dir alle vorbeigeschickt. Ja. Und dann im Endeffekt, nachdem also, du dann zu einer richtigen Agentur gegangen bist und die dann auch mit meiner Scheißfresse kamen. Also ich bin ein schlechter Mensch. Das ist so. Nein, du denkst immer, du wüsstest alles. Alles weißt du gar nicht. Ach so. Du vermutest immer, du wüsstest. Na gut, aber jetzt könnte man mir doch in meinem hohen Alter eine gewisse Weisheit zugestehen. Ja, technisch auf jeden Fall. Nein, nein, du bist ja auch ruhiger geworden. Du riechst nicht mehr so stark. Ne? Zugänglicher. Aber warum soll man nicht stark riechen? Also man hat doch, jeder hat doch seinen eigenen Duft, sonst würde man mich doch gar nicht erkennen. Du ja, aber du hast einen Duft gehabt, der hat ja alle anderen überdeckt. Ja. Das da ist ja kein Mensch mehr mit dem Duft durchgekommen. Du warst ein Dachs. Ego. Damals warst du ein Dachs, ja. Ja. Man kann auch als Dachs ab und zu die Wäsche wechseln. Oder wie ein Dachs hat keine Wäsche und geht ab und zu schwimmen. Das hast du unterlassen. Ja, damals, deswegen glaub. Meine Ohren geht das nicht. Ja, ja, die kann man da gar nicht Stöpsel reinmachen. Nun gut, also guck mal, die Kamera, wo ist denn der Ton? Da gibt es gar keinen Ton. Das ist in der Kamera integriert. Das wird ja sogar so alles in Englisch gemacht. Das so, schreiben so. Die ab und das werden dann fremde Leute. Synchronisieren uns in einer anderen Sprache, ne? In allen Sprachen? Ja, sehr gut. Sehr das gut. Macht heller von Sinn bei den Kern. Ja, sehr schön. Gut, ich verschenke ja immer mein Buch, Rosas Rache, ne? Vielleicht damit hat das schon jemand, der ein zweites will. Muss ich ja weg. Das ist übrigens keine Anspielung auf den Film. Der Film war keine Rache von Rosa. Nein. Nein. Wer möchte das gerne haben? Ja, guck mal, sind viele. Gut, ja, dann fangen wir nochmal an. Doch, ja, ich gehe nochmal schnell auf den Friedhof zu machen. Ich bin dann gleich wieder da, aber ich bin ja auch da jetzt auf dieser alten Leinwand. Und bring eine Leiche mit, ne? Im Keller, die lasse ich im Keller. Okay. In jedem von uns steckt doch irgendwo eine Leiche.